fuck off. Ich hab einen Platten. Hey und servus zusammen. Cool, dass ihr mit am Start seid. Ich bin heute unterwegs bei absolutem Herbst-Winter-Schietwetter. Langsam geht es mir ein bisschen auf den Zeiger, also ich bräuchte jetzt bald mal den Frühling mit bisschen warmen Temperaturen. Nichtsdestotrotz habe ich natürlich Bock, Mountainbike zu fahren. Auch wenn die Trails jetzt ziemlich schlammig und auch anspruchsvoll geworden sind, bringt mich das nicht davon ab, ab und zu nochmal eine Runde oder, was heißt ab und zu, so oft es geht, eine Runde mit dem E-Mountainbike hier zu drehen. Ich nehme euch mit, zeige euch hier mal die Trails. Cool, dass ihr mit am Start seid, Leute, und bis gleich vom Bike. Spaß beginnt. Ordentliche Bedingungen hier am Start. Alles ein bisschen off-camber und super matschig. Aber trotzdem haben die Reifen eigentlich mehr Grip, als man zum ersten Moment vermutet. Oh, das Off-Camber ist schon scary. Geht schon klar, aber da muss man sich auf jeden Fall ein bisschen dran gewöhnen, dass da die Reifen auch mal ausbrechen können. Wieder ein Gegenanstieg. Pedalieren. Den Speed mitnehmen. Und dann kommt man auch durch diese Off-Camber-Parts ein bisschen besser durch. Wow! Da hätte die Wurzel nämlich fast ausgenockt. Weiß nicht, ob man die gesehen hat. Dem einen kleinen Gegenhügel war eine Wurzel. Die hat mir eben ordentlich das Vorderrad weggezogen. Und fuck off, ich hab einen Platten. Ich hab so verdammt viel Pech mit dem Rad. Ich habe es immer noch nicht auf tubeless umgerüstet. Allerdings hatte ich hier eigentlich einen Freeride-Schlauch. Habe hier einen Freeride-Schlauch drin. Aber habe eben wieder einen ordentlichen Durchschlag kassiert. Und fuck. Ich stehe jetzt hier mit einem dicken, fetten Platten. Ja, mitten auf dem Trail. Und wir haben noch ein schönes Stück. Jetzt heißt es runter. Und flicken. Reifen geflickt. Jetzt kann es weitergehen. Sind wieder good to go. Bereit für die nächste Fräsung hier. Jetzt ein bisschen mehr Luft auf dem Reifen, weil ich Schiss habe, dass ich mir den nächsten kaputt fahre. Und ich habe keinen Ersatzschlauch mehr am Start. Aus dem Grund lieber ein Ticken mehr Luft drauf, als am Ende hier zu wenig. Ein geiler Part hier. Und das war's hier. Schlammausstieg, fertig. Jetzt bin ich nochmal oben hier an dem Trail von eben. Den fand ich ziemlich geil. Den wollte ich jetzt nochmal unter die Stollen nehmen. Und dann geht's weiter. Wir haben nämlich jetzt schon 3 Uhr gleich. Und ich glaube nicht mehr, dass es so lang schön hell ist. Wow! Krasse Rutschpartie hier am Start. Ja, das ist nicht mehr so lang hell ist und habe keine Lampe dabei und muss nochmal durch den Straßenverkehr. Also heißt es jetzt gleich nach den Trails ab nach Hause. Aber jetzt fahren wir jetzt nochmal weiter und checken mal, welche Trails wir
noch mitnehmen, bis wir nach Hause durchrollen. Na, langsam geht auch mein Akku hier zur Neige. Ich habe gar nicht mehr viel Reichweite. 6 Kilometer nur noch. Dann ist hier Schicht im Schacht. Und dann heißt selbst treten oder bis dahin bin ich durch. Ich glaube, normalerweise müsste es reichen. Ich habe nur noch einen kurzen Anstieg oder zwei kurze Anstiege und dann nur noch Trails. Und dann geht's ab nach Hause. Was mich interessieren würde, wäre ja, seid ihr eher die schönen Wetterfahrer, die bei dem Wetter eigentlich keinen Schritt vor die Haustür machen und sich das Fahrradfahren für die schöneren Jahreszeiten mit besserem Wetter aufheben? Oder fahrt ihr auch bei Wind und Wetter über die Trails und euch ist es im Grunde egal, ob es Hunden und Katzen regnet, schneit, gefroren ist? Ich persönlich feiere echt bei jedem Wetter. Also es könnte jetzt auch regnen. Selbst dann wäre ich unterwegs. Ich finde, dass am Ende jede Jahreszeit so ihren Charme und Reiz hat. Allerdings habe ich jetzt genug vom Winter. Es hatte lang genug seinen Reiz. Ich will wieder trockene Trails. Von mir aus auch ein bisschen staubig. Und T-Shirt-Wetter. So, jetzt sind wir gleich da und ab geht's in den Trail. Next Trail kennt ihr bereits aus einem der letzten Videos hier, den Port. Oh, heiliges Blechle. Uiuiui. Holy shit. Hier ist echt, boah, ultra rutschig. Lecco, lecco mio. Hier wieder in den steilen Part. Die Kurve hier ist echt tricky. Am Hang. Und hier. Boah. Boah, leck mich in den Flash. Oh. Scary wird es, wenn es über beide Reifen anfängt zu schieben. Die setzen sich hier natürlich jetzt auch krass zu. Und hier in diesen Off-Camber-Part hat man nicht wirklich viel Grip. Das heißt, man kann und muss ziemlich viel mit Körpereinsatz fahren. Boah! Oh! Holy shit! Das war's von der heutigen Runde. War mal wieder, wie so oft in den letzten Wochen, eine Matschrunde. Wenn man mein Fahrrad mal anschaut, sieht man, dass es zwar richtig, richtig viel Spaß gemacht hat, hier im Matsch zu spielen, aber nachher muss auf jeden Fall nochmal der Gartenschlauch hier zum Einsatz kommen und ja, hier den ganzen groben Dreck vom Bike waschen. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, es war wieder geil, hat Bock gemacht. Ich hätte es bereut, wenn ich es nicht getan hätte. Deshalb, ich gebe euch den Tipp, schlechtes Wetter, vollkommen egal. Zieht euch Klamotten an, raus auf die Trails und Spaß haben. Ist auch immer ein bisschen anspruchsvoller, man lernt vielleicht ein bisschen dazu. Also lasst euch motivieren, geht raus, habt Spaß. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da, ein Like, einen Kommentar. Ich freue mich immer. Cool, dass ihr mit dabei gewesen seid, Leute. Und bis bald. Ciao.